Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS17 Multiplayer auf der Gemeinderade mit dem Ansgar von Nordrhein-TV Play und dem Sachsen-Let's Player. Hallo. Palim Palim. Palim Palim. Eine Flasche Pommes, wie geht das? Ja, genau so. Ich werde irgendwie dran erinnern, keine Ahnung. Bringe ich hier mal ein. Wertvollen Beitrag. Werner, du hast ja immer mal geliebäugelt mit einem Map-Wechsel, ne? Ja, das ist richtig. Bin aber tatsächlich noch in Verhandlungen. Ach so, okay, du hast da direkt was schon am Laufen, gut. Ja. Das könnte aber noch ein bisschen dauern. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen geguckt und... Ja? Hab leider nichts gefunden. Also ja, toll, danke. Wollte ich nur sagen. Weil, also, ich finde diese Hof Bergmann ziemlich cool, aber die habt ihr jetzt beide schon im Singleplayer gemacht. Das wäre irgendwie blöd, das wird sich ja dann nicht mehr lohnen irgendwie für euch und deswegen... Aber ich habe mal so ein bisschen neue Maps angeguckt, aber gab es jetzt nicht so. Gab eine Forstmap, die sah ganz schön aus, aber es bringt uns ja hier nicht so viel. Aber wenn du sagst, Verhandlungen sind da, dann... Sind am Laufen. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, momentan scheitert es nur daran, dass das ganze Ding auf Deutsch sein muss. Das ist momentan das größte Problem. Okay. Na, ja, bin ich mal gespannt, was du da zauberst. Wanne? Hier ist einer. Switch du mal in den Class. Hoppala. Habt ihr gesehen, dass Playway jetzt auch wieder einen neuen Landwirtschaftssimulator angekündigt hat? Also diesen Farm-Experte, dann vermutlich 2018 oder 2019 oder was? Hab ich gesehen. Sieht cool aus. Hat man da schon was von sehen können? Ja, war nicht Screenshots schon von dem Fuhrpark? Ja, ich habe nur den Fuhrpark gesehen, genau. Aber das waren ja irgendwelche gerenderten Materialien. Hoppala. Ja, aber ich fand schon mal die Auswahl, also die Menge an den Sachen, war die schon mal ganz gut. Aber ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen an... Also vor allen Dingen, dass der Big Bud-Dings da drin war, hat mich doch ein bisschen an die Konkurrenz erinnert. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, keine Ahnung, aber... Ja, die Frage ist, hättest du es auch bei einem Fan gedacht, wenn da ein Fan stehen würde? Nee, das glaube ich nicht. Also das ist halt, ja, die können halt, weißt du, die können halt keine neuen Marken und keine neuen Sachen erfinden. Nein. Also was da ist, das ist ja klar, aber trotzdem wirkt es ja erstaunlich, dass das auch drin war, weil ich meine, das hätte man ja auch schon im vorigen Teil machen können, aber da hat man sich ja mal ein bisschen auf andere Sachen konzentriert. Aber das kann man bei The Way schon spielen, ne? Der Form Expert 8. Ja? Ja. Google Play Store. Gibt's schon als Mobile-Version. Ist, glaube Keine Mobile-Version. Nee. Vor einer Woche ist das rausgekommen. Form Expert 18, also Form Expert 2018 Mobile Playway SA. Werde ein Inhaber von 4 Farmen und führe sie völlig kostenlos. Sieht eigentlich teilweise schicker aus wie der LS auf Mobile und es ist kostenlos. Und wie finanziert sich das über? Ist eine Einblendung da, warte kurz, muss ich kurz gucken. Enthält Werbung, enthält In-App-Käufer. Okay. Also klassisch. So, ich glaube, das Ding ist voll, ne? Oder willst du da noch was drauf? Nee. Wenn voll ist, ist voll, weißt du? Ja, schön. Randy, was bringst du damit? Ich wollte euch mal besuchen kommen, nachdem ich nur in meiner einen Töte in der Garage nur stande und diese dreckigen Rüben auf ein sauberes Förderband geflottert habe und der Werner es verkauft hat. Habe ich mir gedacht, ich komme mal in den Wald. Okay. 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 Wo soll denn das hin? Also ich würde es gleich wegfahren. Mal was anderes. Recyclinghof. Recyclinghof. So. Na dann. Wenn es einen Unfall gibt, melde ich mich. Wir machen das so. Wenn du in einer halben Stunde nicht da bist, gehen wir mal gucken. Naja, so geht's natürlich auch. Verfolgt ihr manchmal German Truck Driver? Oh ja. Der hat einen Unfall. German Truck Driver. Das Einzige, was ich... Ja, ich glaube, den hat doch Sascha, glaube ich, auch drin, oder?
Weil was ich mir jetzt mal angeguckt hatte, wo du das auf der FC gesagt hattest, dieses Trucker Diary da oder was du schon. Ja, das ist cool. Alles klar, Werner? Werner? Ist jetzt gar nicht mehr da? Werner. Was ist denn mit Werner los? User in your channel timed out. Ja, es ist das sieht aber gar nicht gut aus. Ah, ja. Alles klar. Na gut, können wir noch warten. Vielleicht Gewitter über Italien. Über Italien vor allen Dingen, über Österreich. Ob Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien. Richtig. Ja, Hauptsache richtig. Spanien oder wie war's? Ich weiß nicht mehr. Das Zeug im Hof. Der ist da hinten. Nee, aber den habe ich noch nicht angeguckt. Aber was du mal auf der FC halt gesagt hast mit diesem Trucker Diary da, was Klicks ja amüsiert hatte, da habe ich mal reingeschaut. Jo, ist eigentlich auch sehr angenehm zu schauen. Finde ich teilweise auch interessanter wie Sascha. Ich finde den richtig cool, den Typen. Jo, finde ich ihn schon mal auch interessanter wie Sascha. Der stresst nicht so. Der Sascha, das ist mir zu anstrengend zu gucken. Ja, Sascha ist halt choleriger. Genau, und der ist so ein ganz cooler, locker Typ. Genau, genau. Ja, und er zeigt halt auch ein bisschen mehr. Der Club, und der das war fast ein Unfall. Und der zeigt halt auch einfach mehr. Ne? So das Ganze drumherum, ne? Was ich auch besser finde. Deswegen. Aber Truck Drive gedönst da, oder Trucker Germany, ne. Den ja, ich muss sagen, den Truck Diary gucke ich auch lieber als den German Truck Driver, aber dieser German Truck Driver, da wurde mir das Unfallvideo auf der YouTube-Startseite angezeigt und dachte mir, gucke ich es mir mal an. Mhm. Der hatte tatsächlich einen Unfall, da ist dann hinten einer reingerast und es war dann wohl eine sehr unangenehme Sache und alles kaputt und bla bla bla. Und er selbst auch verletzt. Da muss es aber ein LKW gewesen sein, oder? Weil wenn hinten ein Auto und dein... Ah ja, okay. Wenn hinten ein Auto in Trailer reinfährt, dann merkst du gar nichts. Also doch, du hörst mal kurz Bumm und alles, ne, aber dir passiert halt nichts. Ja. Auto gegen LKW ist jetzt eher so, ja. Da war gerade was auf Deutsch. Muss ich mir später mal angucken. So. Wieso war Klick so amüsiert darüber? Naja, Trucker Diary, ne, sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, weißt du, gute Trucker, schlechte Trucker. Deswegen. Ja. Ich dachte irgendwie über die Inhalte, also. Weil der ist immer mal so ein bisschen in der Kritik wohl, weil Kollegen ihm vorwerfen, der würde den Truck-Alltag irgendwie zu positiv darstellen. Der sei viel anstrengender, viel nerviger und so. Aber da entgegnet er dann immer. Der fährt nur Nahverkehr, das heißt, der hat die ganzen Übernachtungen und so nur sehr selten, beziehungsweise so gut wie nie, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und hat dann natürlich auch viele dieser Probleme, die damit einhergehen, nicht. Das ist schon mal wichtig. Und zum anderen macht ihm der Job halt einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und wieso sollte er den dann irgendwie negativer darstellen, als er ist? Und er hat eine gute Spedition. Ja, und das sind ja wichtige Dinge. Das ist richtig. Nö, das ist ein klar, das kann ist auch jetzt einleuchtend, die Erklärung. Genau. Ja klar, als Tageskutscher hast du immer, also nicht immer, aber hast du größtenteils im Vergleich der Fernfahrer immer das Angenehmere. Weil theoretisch fängst du morgen früh irgendwann an, ne, und kommst halt abends heim, genau. Ne, bist bei der Familie. Oder halt zur Not bist du vielleicht mal ein oder zwei Tage maximal draußen, wenn es doch mal ein bisschen weiter weggeht, whatever. Das ist schon, das ist halt das Tagesgekutsche. Das hat natürlich nicht viel mit dem Fernfahrer. Also hat dann, ne, haben Fernfahrer, ist das natürlich was anderes. Also Klick hat, ich glaube in der Woche, bevor die FarmCon war, hat er über 1300 Kilometer geschrubbt oder so in der Woche. Ne, das ist dann schon was anderes. Ne? Und dann sind das auch mal drei Tage ineinander und in 15-Stunden-Schichten. Das musst du dann halt auch einfach abkönnen. Das ist dann natürlich ein Vergleich, das ist ein Tagesgut. Ja, für mich wäre es nichts, anderes. Muss ich sagen. Nö, ist richtig. Da musst du auch gemacht sein. Musst du alleine sein und du musst halt auch. Ja? Mir wäre es, glaube ich, zu viel Gesitze auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre es mir aber auch einfach zu einsam. Weißt du, ich brauche immer ein paar Leute um mich rum, so.
Ja, das musst du halt abkönnen. Das musst du wirklich abkönnen, wenn du das da halt alleine und dich auch beschäftigen kannst, auf Deutsch übersetzt. Dass du nicht viel Schlaf brauchst, das musst du auch können. Weil Klick ist auch so, wenn es mal gut kommt, schläft er vielleicht mal 4 Stunden. Na, also, das ist, ja. Wenn du hast eine 50-Stunden-Schicht. Vor allen Dingen finde ich das hart. Viele haben ja keine Standklimaanlage und können dann irgendwie nicht einschlafen. Das finde ich schon hart. Das finde ich auch menschenunwürdig dann irgendwie. Hat er auch nicht. Unsere Welt ist so. Das ist doch hammerhart. Also, er hatte, ist so technologisiert, ja, überall, jeder hat, also selbst der Bus hat eine Klimaanlage, aber dann hat so ein LKW keine scheiß Standklimaanlage, damit die Fahrer wenigstens halbwegs schlafen können. Hm. Ich finde, das muss Pflicht werden für Fernfahrer. Nö, er hatte mit seinen alten MP4, den haben sie dann aufgerüstet, der hatte dann so eine eingebaute Standklima halt oben auf dem Dach halt. Aber hat er auch gesagt, ist auch so der letzte Rotz, die hält maximal 2 Stunden. Muss dann aber auch den ganzen Tag über aufgeladen werden, in Anführungsstrichen. Ne? Also dieses Nachgerüste war halt auch so Humbug. Und jetzt in den neuen Arctros, den er jetzt gekriegt hat, was auch wieder ein MP4 ist, da war halt von vornherein gar keiner drin. Und das ist dann natürlich schon, gerade wenn es dann so eine brütende Hitze ist, dann hast du entweder Glück, wenn du früh schlafen musst, also wenn dein Dings halt früh vorbei ist, wenn es noch mehr oder weniger kühl ist. Aber ansonsten hast du dann halt einfach der Arsch gerade gezogen. Da ist halt nicht viel mit Schlaf. Das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko irgendwie. Natürlich. Also ein ganz enormes. Natürlich, das ist ein Sicherheitsrisiko. Und verantwortlich. Ja, du kommst ja auch noch, dass er jetzt zum Beispiel, ne, so die Spedition, beziehungsweise halt nicht die Spedition, der Gesetzgeber, erlaubt ja verkürzte Wochenenden. Und das bis zu 3-mal im Monat. Und verkürzte Wochenenden sind halt keine 46 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, Wochenende. Und bei ihm ist es halt so, er kommt in der Regel Samstag, entweder Samstagvormittag, Samstagmittag, Samstagnachmittag heim. Nur so, was weiß ich, 12 bis 14 Uhr circa. Und muss Sonntagabend, 21 Uhr, 22 Uhr, muss er schon wieder los. Da ist nicht viel Wochenende. Und das können die bis zu 3-mal im Monat machen. Ja, und ich meine, er hat eigentlich, ne, also gute Spedition, er ist ja bei einer Firma, die sind in zwei geteilt, ne, immer neu, immer alt, das Juniorchef und der Altchef, und das sind im Endeffekt nur Subs, ne, also die arbeiten im Endeffekt dann für andere Speditionen, wo sie halt gebraucht werden, und von dort wird das dann halt alles aus koordiniert. Aber wenn es dann halt solche Situationen gibt, wie zum Beispiel Gamescom, das war ja nur, wie gesagt, hart auf der Kante, hat es dann aber trotzdem halt funktioniert, glücklicherweise. Wenn man da halt ein bisschen auf die Kacke haut und auch seine Arbeit macht, dann geht das schon, aber ja, du bekommst eigentlich gutes Geld, muss man wirklich lassen, aber hast keine Zeit, in Anführungsstrichen, das Geld auszugeben. Weil Urlaub, also sein erster Urlaub, den er dieses Jahr hatte, das war die eine Woche während der FC. Und dann der nächste Urlaub ist die GC. So, dann hat er 2 Wochen weg. Und dann kommt das entweder gar nicht mehr dieses Jahr und wird alles nächstes Jahr nachgeholt, oder er bleibt halt einen kompletten Dezember wieder daheim. Je nachdem halt. Ne? So ist es dann halt. Hallo Werner. Ja moin. Ja moin, Gewitter. Gewitter? Ja, aber sowas von. Echt? Ja, ja. Gestern auch schon extrem. Aber gut, das Internet, wir sind weg. Aber, glaube ich, auch fertig. Ja. Ich glaube, Werner hat moderiert. Ja. soll ich für euch abmoderieren? Aber wäre freundlich. Natürlich. Liebe Leute, die Jungs sind fertig für heute. Bei mir gibt es leider keine Folge. Oder vielleicht 7 Minuten. Ich muss gucken, ob es das geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.